Hinter dieser Tür arbeitet Dirk Wiese und den holen wir jetzt einfach mal ab für unseren Talk. Hallo Herr Wiese. Hallo, grüße Sie. Das sind wir. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Freut mich gerne, total. Gerne. Ich bin total verblüfft, wie ordentlich und akkurat das auf Ihrem Schreibtisch aussieht. Menschenskinder, Herr Wiese. Ja, der Tag hat früh angefangen. Wir haben sozusagen heute Morgen lagen noch eine Menge Mappen und Entscheidungen, die noch getroffen werden mussten. Und da ich ja heute einen Termin habe, habe ich das schon mal abgearbeitet, so wir das jetzt schon mal erledigt haben. Ja, super. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Los, wir gehen zum Talk. Machen wir, gerne. So, wir legen los, Herr Wiese. Ich habe Zettel, Sie nicht, Sie machen es frei. Erste Frage, die mir die ganze Zeit schon auf der Seele brennt. Wie wird man so jung parlamentarischer Staatssekretär? Sie sind 33, darf man sagen, ne? Genau, genau. Habe ich schon gemacht. Also, wie kommen Sie so jung zu einer Position? Das ist total spannend. Erstmal ist es ganz einfach und altersunabhängig. Man wird gefragt, dann muss man kurz überlegen und ja sagen und kann auch einmal zu Hause anrufen und das abklären, weil das ja auch ein paar letztendlich auch Auswirkungen hat. Aber man wird gefragt, ja, und dann sagt man meistens ja. Wie lange haben Sie überlegt? Viertelstunde. Gibt's da Gegenargumente, die da vielleicht lauten, sehr viel höheres Arbeitspensum wahrscheinlich, ne? Ja, man lässt es sich schon natürlich durch den Kopf gehen, wägt so ein bisschen ab, auch mit der Familie wägt man natürlich auch ab, aber letztendlich muss man dann auch in den Entschluss kommen, relativ schnell, und dann war das auch geklärt und man hat ja gesagt. Was machen Sie denn jetzt, Anders als vorher, jetzt parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, habe ich gewisse Zuständigkeiten. Das betrifft den Bereich der Industriepolitik, wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, und den Bereich der Digitalisierung. Mhm. Ist zusammengenommen hochinteressant, weil natürlich Fragen der Industrie 4.0, wie stellt sich gerade mittelständische Industrie dort auf, das ein spannendes Zusammenwirken ist. Und das ist eine schöne Herausforderung, die man da hat, und ist auch sehr vielseitig. Deshalb wollen wir heute mit Ihnen auch reden. Und ich bin froh, dass wir ein paar Fragen auf Facebook schon gekriegt haben. Ich möchte gleich zuerst mal eine reinnehmen. Ja, gerne. Und zwar die von Michael. Michael sagt, meine Frage, wieso muss Deutschland eigentlich als kleines Land energiemäßig immer die Welt retten? Man bekommt Auflagen über Auflagen und im Rest der Welt kann man tun und lassen, was man möchte. Das sagt Michael. Was sagen Sie? Ja, das ist nicht so. Also es ist nicht so, dass es im Rest der Welt keine Auflagen, Gesetze oder Restriktionen oder Verordnungen gibt, wie letztlich Energiepolitik gestaltet wird. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland mit der Energiewende und den Punkten, die wir vom Wirtschaftsministerium vorangebracht haben, auch im Hinblick auf die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, im Hinblick auf Energiekosten, einiges auf den Weg gebracht haben. Aber es ist natürlich immer so, man muss immer schauen, ob es noch aktuell ist. Man muss Gesetze auch immer wieder anpassen. Man muss Verordnungen anpassen. Wir haben das gerade erst gemacht mit dem Erneuerbaren Energiengesetz 2017. Das ist ein ständiger Prozess. Das wird auch in nächster Zeit so weitergehen mit Anpassungen und Verordnungen. Aber es ist nicht so, dass sozusagen wir sozusagen Energiepolitik nur gesetzlich regeln und in anderen Ländern funktioniert das nicht. Das ist nicht so der Fall. Also da passiert weltweit etwas, auch in anderen Ländern. Und ich glaube, wir sind da schon ganz ordentlich aufgestellt, aber man muss es sich auch immer genau anschauen. Aber nicht so viel bei uns passiert woanders, ist die Wahrnehmung. Kann man auch stolz drauf sein. Ja, absolut. Deutschland ist eines der ersten Länder, das dieses Projekt eingeleitet hat, das vorangegangen ist, was diesen Schritt gegangen ist. Und ich glaube, wir sind mittlerweile auch im Bereich, gerade was erneuerbare Energien oder grüne Technologien angeht, auch Exportweltmeister durchaus. Wir sind führend in den Bereichen und das ist etwas, da können wir stolz drauf sein und den Erfolg wollen wir auch weiter ausbauen. Sie waren vor kurzem, waren Sie beim G20-Treffen der Digitalminister, ist das Kurzwort, in Düsseldorf? Das hat die Ministerin gemacht. Waren Sie da? Nee, aber Sie wissen wahrscheinlich um die Ergebnisse. War das beruhigend? War das beängstigend? Erstmal war es wichtig, dass es diskutiert worden ist, weil es gab noch nie ein G20-Digitalministertreffen. Es ist das erste Mal, dass so ein Digitalministertreffen stattgefunden hat. Die deutsche Ratspräsidentschaft hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das auf die Tagesordnung kommt, weil Sie müssen wissen, wenn einmal etwas auf der Tagesordnung der G20 ist, muss das auch beim nächsten Mal diskutiert werden. Und wir haben jetzt diesen Prozess eingeläutet, dass sich alle G20 mit dem Prozess der Digitalisierung beschäftigen. Es hat auch eine gemeinsame Erklärung gegeben, was sehr erfreulich ist und sehr zu begrüßen ist. Und damit ist die Digitalisierung angekommen. Jetzt geht nicht jedes Land alleine voran und sozusagen man lässt Entwicklungen laufen, sondern man will diesen Prozess gestalten und steuern. Und das ist schon entscheidend und wichtig. Und das ist ein großer Erfolg dieses Treffens in Düsseldorf. Was heißt es konkret? Das heißt, was passiert als nächstes konkret? Das heißt konkret, dass sozusagen die 11 Handlungsleitlinien wurden beschlossen, einstimmig. Dem will man sich jetzt rangehen. Es ist ja so gewesen in der vergangenen Zeit, dass man immer gesagt hat, Mensch, die USA sind vielleicht mit ihren Plattformen Vorreiter in dem Bereich und die gehen uns vorweg, kommen wir da überhaupt hinterher. Aber ich glaube gerade, der deutsche Mittelstand, der sich auf den Weg gemacht hat mit Industrie 4.0, hat auch eine ganze Menge zu bieten. Und jetzt versucht man das sozusagen zu verzahnen, voranzubringen, um sozusagen ein gemeinsames Level Playing Field der Staaten zu schaffen. Denn Internet und Digitalisierung betrifft letztendlich alle und dafür brauchen wir auch gemeinsame Regeln und das ist das Entscheidende. Ich will noch mal eine Frage reinnehmen von unseren Usern. Markus Ertel
hat gefragt, geht um das Thema Barrierefreiheit. Meine Frage an den Staatssekretär, welches Konzept hat unsere Bundesregierung bzw. ihr Ministerium bei einer Digitalisierung 4.0, um auch Menschen mit Sinneseinschränkungen durch eine Barrierefreiheit auch in den Unternehmen der Zukunft eine faire Chance durch Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen? Das ist ein Teil seiner Frage. Erstmal ist es ein ganz wichtiger Punkt, der hier angesprochen wird, weil letztendlich muss man auch im Prozess der Digitalisierung alle mitnehmen. Und Barrieren sind nun mal da, nicht nur die klassische Barriere mit der Bordsteinkante, wo man möglicherweise nicht hochkommt, oder die Barriere, wenn ein Aufzug fehlt, um in den zweiten oder ersten Stock zu kommen, sondern auch diese Fragen. Es ist immer schon so, dass heute auf den Homepages, gerade auch auf dem Wirtschaftsministerium, in Gebärdensprache schon alles erklärt wird, angeboten wird. Aber ich glaube, man muss hier immer noch wieder dranbleiben. Es gibt nämlich die UN-Behindertenrechtskonvention, die letztendlich alle Staaten unterzeichnet haben. Und da hat man sich für Barrierefreiheit ausgesprochen. Und darum ist es wichtig, immer wieder Schritt für Schritt voranzugehen. Ich weiß, und der User möchte es bestimmt auch, dass es an bestimmten Punkten schneller geht. Aber wir haben zum Beispiel das Behindertengleichstellungsgesetz gerade für die öffentliche Verwaltung auf den Weg gebracht. Da wird immer wieder gefordert, das auch verpflichtend zu machen für die Privatwirtschaft. Ich glaube aber, es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Auch die E-Verwaltung, sozusagen E-Government, was auf den Weg gebracht wird, kann sozusagen ein richtiger Schritt sein. Aber man muss Barrierefreiheit immer wieder mitdenken, weil das ist eine der Grundaussagen der UN-Behindertenrechtskonvention. Und darum kann ich nur immer nur sagen, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das muss man im Blick behalten. Noch eine Frage von Frank Zimmermann. Ich wüsste gern, warum trotz vielfacher Ankündigung der Bundesregierung, das beste Netz der Welt zu bauen, die durchschnittliche Netzgeschwindigkeit in Deutschland sogar im europäischen Vergleich nur im hinteren Mittelfeld hinter Ländern wie Bulgarien oder Rumänien liegt. Vielen Dank, sagt er. Das ist ein wichtiger Punkt, der letztendlich entscheidend ist im Bereich digitale Infrastruktur. Ich sag's mal so, das ist immer so ein bisschen noch die Diskussion, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich glaube, dass wir da als Bundesregierung in dieser Legislaturperiode schon eine Menge gemacht haben. Wir haben die Breitbandziele ausgegeben bis 2018, 50 Mbit. Das wird größtenteils erreicht werden. Da sind viele Fördermittel auf den Weg gebracht worden, gerade für den ländlichen Raum, wo es letztlich entscheidend ist, sozusagen die letzte Meile in die entlegensten Ortschaften hinein. Also da ist eine ganze Menge auf den Weg gebracht worden, aber wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen. Und wir haben als Wirtschaftsministerium gerade das Weißbuch Digitale Plattform auf der CeBIT herausgegeben, wo wir klar sagen, bis 2025 brauchen wir eine Gigabit-Strategie, gerade für Bereiche wie 5G, im Mobilfunk und weiteres. Und das ist, glaube ich, für den Wirtschaftsstandort Deutschland wichtig. Das ist aber etwas, was etwas Zeit braucht. Und da müssen jetzt die Mittel für bereitgestellt werden. Und wir setzen uns als Wirtschaftsministerium sehr dafür ein, diesen Schritt hin zu Gigabit-Netzen zu gehen. Das wird nicht günstig sein. Das muss man auch zusammen mit der Privatwirtschaft denken. Aber das ist entscheidend. Das heißt, 2018 50 Mbit einen Haken dran machen und dann sofort weiter. 2018, 2025, das dauert alles noch so lange, Herr Wiese. Das kommt schneller als gedacht. Ja. Bisher ist es so. Wir kommen mal zum nächsten Themenbereich, Gründerinnen und Gründer. Das ist auch was, worüber man mit Ihnen sehr gut sprechen kann. Wenn man in Berlin lebt, hat man den Eindruck, dass wir hier im Epizentrum der Gründungen, der Gründer und Gründerinnen in Deutschland leben. Ist das auch so? Also Berlin braucht sich nicht zu verstecken, im Gegensatz zu anderen großen Städten, zu London, auf dem Silicon Valley oder Israel als Startup-Hochburg. Ich glaube, Berlin ist schon beeindruckend. Ja, das darf man nicht vergessen. 90% in Deutschland sind auch ländlicher Raum. Und hier gibt es auch viele Gründerinnen und Gründer, die vorangehen, die vielleicht mit sozusagen dem klassischen Mittelstand zusammenarbeiten, neue Projekte entwickeln. Und ich glaube, die Gründungslandschaft in Deutschland sieht schon gut aus. Wenn jemand mal scheitert, wenn er zweimal scheitert, dreimal scheitert, ist nicht schlimm. Lernt daraus, weitermachen und beim vierten, fünften Mal wird er erfolgreich. Und das muss man immer auch anerkennen und nicht sozusagen jemand schlecht reden. Wie kommt es überhaupt, dass wir das machen müssen, dass wir an dieser Attitüde arbeiten müssen? Das ist ein deutsches Ding, sagt man immer, ne? Ja, das ist, glaube ich, schon. Diese Angst vorm Scheitern oder dieses böse Wort Scheitern. Ja, vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, wir Deutschen sind schon sehr darauf, auf Sicherheit bedacht, auch auf ökonomische Sicherheit und sind da vielleicht nicht so Risiko geneigt, wie vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen, dass so eine Kulturfrage ist, dass man einfach immer wieder sagen muss, wenn einer mal eine Idee hat, die vielleicht nicht funktioniert hat, dann kommt die zweite, dritte vielleicht oder vielleicht klappt es erst beim vierten Mal. Und das muss man immer wieder sagen, immer wieder deutlich machen. Aber ich merke auch, dass sich da so ein bisschen was dreht. Das Bundesministerium, Wirtschaftsministerium unterstützt ja Gründerinnen und Gründer. Ich frage mich, warum sagt man nicht einfach, wir überlassen jetzt den Markt? Nein, ich glaube, wie das läuft und wächst und gedeiht. Wir unterstützen Gründerinnen und Gründer an vielen Positionen und das ist auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil gerade am Anfangsbereich, wenn man eine Idee hat, ist es manchmal nicht einfach, aufgrund von fehlenden Sicherheiten auch ans Startkapital heranzukommen. Und da ist es schon gut, dass das Wirtschaftsministerium mit verschiedenen Förderprogrammen, Exist zum Beispiel, vorangeht und junge Gründerinnen und Gründer unterstützt. Aber es ist auch wichtig sozusagen bei der Zwischenfinanzierung, dass man da die jungen Gründerinnen und Gründer unterstützt, weil da braucht man richtig Geld und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Möglichkeiten. Hightech-Gründer von 3 ist so ein Stichwort, Beteiligung bei der KfW letztendlich voranzubringen. Und da machen wir einiges und ich glaube, das ist auch vernünftige Wirtschaftspolitik, um sozusagen den Wirtschaftsstandort Deutschland erfolgreich zu machen. Und darum ist richtig, die Gründerinnen und Gründer auch von Seiten des Wirtschaftsministeriums zu unterstützen. Also hierher wenden, wenn man was vorhat. Herr Gerne. Wiese, Sie sind jetzt mindestens noch 5 Monate parlamentarischer Staatssekretär hier im Wirtschaftsministerium. Was wollen Sie, was müssen Sie für sich in dieser Zeit noch erreichen, bevor es weitergeht? Ich möchte gerne in der Zeit bis September natürlich voranbringen, dass wir diese Verzahnung, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, auf der einen Seite bei mir die Zuständigkeit für Industriepolitik, auf der anderen Seite Digitalisierung, junge Gründer zusammenbringen. Weil ich glaube, dieser erfolgreiche deutsche Mittelstand, diese Weltmarktführer, die uns so zum Exportweltmeister gemacht haben, aber neue Gründungsidee zusammenzubringen, das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt und den Mittelstand letztendlich auch versuchen zu begleiten im Prozess der Digitalisierung. Weil ein Drittel der mittelständischen Unternehmen sind gut aufgestellt bei der Digitalisierung, die preschen voran, ein Drittel hat sich schon mal mit dem Thema beschäftigt und ein Drittel ist noch nicht so angekommen im Bereich der Digitalisierung. Es wird letztendlich aber jeden betreffen im Wirtschaften und darum ist es gut, im Wirtschaftsministerium die Zeit, auch wenn es nur 5 Monate sind, doch konstruktiv zu nutzen und mit daran zu arbeiten, in diesem ganzen großen Puzzle, dass sozusagen dieser Wirtschaftsstandort Deutschland, wie er ist, erfolgreich bleibt. Was glauben Sie denn, was Sie noch zu sehen kriegen davon? 5 Monate klingt zwar nicht lang, aber wenn ich in meinen Terminkalender sehe, dann habe ich viele, viele Beispiele, auf die ich mich in nächster Zeit freue. Ich hoffe für uns alle, dass Sie maximale Erfolge haben werden bei allem, was Sie vorhaben. Wir versuchen es. Danke, dass Sie bei uns waren. Gerne.